Hallo und herzlich willkommen zurück zu New World. Ja, jedes Mal, wenn ich das jetzt sage, freue ich mich darüber, dass ich es sagen kann, weil im Moment, ich will wirklich nichts Negatives heraufbeschwören, aber im Moment scheint es doch recht stabil zu laufen. Ich sehe übrigens gerade, ich habe da oben immer noch meine Zielmarkierung drin. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, Tatsache. Ich dachte, die wird gelöscht, wenn ich rausgehe, aber die wird gar nicht gelöscht. Okay, dann mache ich dir aber mal ein bisschen weiter hier auf den Weg. Was wir in dieser Folge auf jeden Fall noch machen werden, ist hier diese Verderbnis-Sachen, beziehungsweise diese Quest vom Syndikat zu machen. Da werden wir uns jetzt mal als erstes drauf stürzen. Ich bin nebenbei die Folge von heute am Rendern. Also schon mal am Vorbereiten. Ich hoffe, das hat jetzt keine negative Auswirkung. Ich hoffe es wirklich sehr. Ach, hier wollte ich auch noch mal gucken. Aber da steht überall nur junger Baum, ne? Aber das sind auf jeden Fall die, die man machen kann. Ich weiß aber immer noch nicht, wo man diese speziellen Bäume eigentlich herbekommt. Ja, die wir im Endeffekt jetzt für die Quest brauchen. Also für die Quest jetzt nicht direkt, aber die wir brauchen, um ja, besser und schneller zu leveln. Oh, da sehe ich gerade was. Den Sonnenkriecher, den müssen wir natürlich direkt mitnehmen. Wenn wir den schon sehen. Also den habe ich hier vorne entdeckt und ja, bisher weiß ich noch nicht, wo man ihn sonst noch kriegen kann. Da hinten auf der anderen Seite, oh, da steht sogar gerade wieder einer. Habe ich den eben nicht gesehen. Hinten auf der anderen Seite habe ich mich auch schon mal einen gesehen. Und ich glaube, das waren jetzt die einzigen zwei Stellen, die ich jetzt so kenne, die mir jetzt spontan einfallen. So, ich habe zwar keine Ahnung, was das jetzt genau war oder wofür es brauchbar ist, aber Hauptsache, ich meine, es ist ja etwas Besonderes, ne, für mich. Ich sehe es sehr, sehr selten. Dementsprechend, sobald ich es kann, also mit meinem Level, nehme ich es natürlich mit. Das ist doch ganz klar. So, dann schauen wir mal von rechts. Ach so, das ist ein Mitspieler. Ich wollte gerade sagen, von rechts läuft gerade irgendwie was Komisches. Hallöchen. Es tut mir leid, ich liebe Kaninchen, aber wenn du mir schon über den Weg läufst, dann muss ich dich leider auch ausnehmen. Weil ich nämlich alles gut gebrauchen kann, was ich von dir bekomme. Was ist das hier? Ne, das ist nichts. Okay. Ich dachte schon. So, du wolltest mir jetzt auch nochmal über den Weg laufen. Hast du nicht gesehen, was ich mit deinem Freund gemacht habe? Naja, gut. Ich sag da mal lieber nichts zu. Ah, Gott, sind wir schon so nah? Weil das Problem ist. Hallo? Das Problem ist, hier steht empfohlene Stufe 25 und 5 Spieler. Ich habe keine Ahnung, ob ich da jetzt so irgendwie vorbeilaufen kann oder ob sich da jetzt irgendwie so ein riesiges Portal plötzlich vor mir auftut. Ich hoffe, dass das eher so ist, dass man da was aktivieren muss und dann dementsprechend, weil er ja steht, 5 Spieler, dementsprechend dann auch. Da hinten ist links was Grünes. Ist das jetzt das Portal? Nee, das sind so spezielle Bäume, oder? Roter Baum, den wollen wir jetzt aber gerade nicht. Das ist aber, glaube ich, die Verderbnis, oder? Es sieht komisch aus. Ich bin natürlich neugierig. Erfordert die Fähigkeit Holzfällerei 100. Würtholzbaum, der sieht aber mal richtig, richtig cool aus. Oh, 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 oh. Schnell hin, lauf. Ich habe Eisen entdeckt. Oh je. Das müssen wir natürlich schnell mitnehmen unterwegs, weil Eisen ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr extrem selten in diesem Spiel sehe. Was man aber leider sehr häufig braucht. Zumindest, ja. Um die Stufen zu leveln. Erfolg freigeschaltet, meins. Weil ich da so schnell draufgelaufen bin, oder wieso? Nein, gucken wir gleich mal nach. In der Hoffnung, dass ich das dritte auch noch eben schnell machen kann. Ja, perfekt. Oh, Bergbau ist auf 25. Eisen kann jetzt verfolgt werden. Sehr schön. Was auch immer das heißen mag. Weil Eisen habe ich ja jetzt schon.
öfter mal bekommen. So, da hat sich jemand ein Lagerfeuer hingemacht. Das sieht so aus, als ob da irgendwas Böses ist. Es hört sich auch an, als ob da was Böses ist. Also da hinten sehe ich gerade so ein rotes Portal. Ich nehme mal an, dass es das ist. Also ich hoffe, dass wir irgendwie daran vorbeikommen. Wir waren jetzt gerade hier, da habe ich jetzt Eisen gefunden. Ach so, was ich mal eben gucken wollte. Orte mit Rohstoffen. Da müsste ja theoretisch irgendwo... Hier, das ist das, glaube ich, oder? Silbererz, Eisenerz... Ja, aber das ist was ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstehen kann, weil ich kann hier draufklicken, ich kann auch hier drauf gehen, aber er zeigt mir halt nicht an, wo das ist. Also er verfolgt es nicht. Das, ja, verstehe ich halt überhaupt nicht. Ach so, F1 wollte ich eigentlich gedrückt haben. Möchte er aber nicht. Steht jetzt auch gerade nichts markiert. Naja, gut. Ich wollte eigentlich nur was wissen wegen dem Erfolg, aber ist nicht schlimm. Hier rechts sind wieder ganz viele von diesen... Da ist wieder ein Kaninchen. Hallo! Tut mir leid. Ich sehe euch so selten, da muss ich euch leider mitnehmen, wenn ihr mir über den Weg lauft. Sind sehr viele von diesen Rohr... Wie heißen die Viecher jetzt? Rohrkolben, genau. Da hinten sind wir auch nochmal. Ich guck mal eben. Das ist ein See. Ja, das hatten wir natürlich schon. In der letzten Folge haben wir ja ziemlich lange geangelt. Und naja. Da hinten ist auch nochmal so ein Ding. Moment. Ist auch Stufe 25. Wo kommen diese scheiß Dinger her? Da ist so eine Blume, die ich, glaube ich, aufnehmen kann. Aber das Problem ist, die Verderbnis ist da komplett, ne? Oh, kümmert euch bitte um das Portal da hinten, Jungs. Dann kann ich... Nein, ich kann nicht, weil der das Frischwasser jetzt genommen hat. Was ist das denn für ein Mist hier? Flusskresse, genau, das war das. Das hört sich aber ganz böse an hier. Hallo. Oh, was geht denn hier ab? Oh, ich glaube, sie haben es geschlossen. Okay. Also, es scheint wirklich wie so eine Art Portal zu sein, was man zwischendurch in der Welt findet und was man dann schließen muss. Mit eigentlich mindestens 5 Leuten, auf der Stufe zumindest. Weil jetzt sieht das Ganze da doch schon wieder sehr viel friedlicher aus. Ich gucke auch gleich mal auf der Karte. Nur diese Flusskresse sehe ich so selten. Die muss ich natürlich mitnehmen, wenn ich sowas schon mal habe. Ja, das Portal ist jetzt weg. Also das sind dann wohl so temporäre Sachen. Ja, cool. Haben wir wieder was dazugelernt? Wobei hier irgendwie ziemlich große Verderbnis ist. Oh je, oh je. Ist das, weil die da gerade dran sind oder so? Oh Gott. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts richtig Böses irgendwie raus. Das sieht schon krass aus, muss ich sagen. Aber ich will doch nur hier vorbei. Und mir das mal ein bisschen angucken. Also es sieht schon heftig aus. Ja, ich gucke auch gerade noch so ein bisschen nebenbei, ob ich nicht zufälligerweise hier noch Eisen finden kann. Das wäre natürlich jetzt ideal, aber ich finde da jetzt gerade nichts. Ich würde auch normalerweise sagen, in Zukunft schneide ich das Ganze mal so ein bisschen raus, wenn ich hier so lange laufen muss, weil das ist ja, naja, wie gesagt, das ist etwas, was Amazon nicht so toll gemacht hat. Das mache ich mal dahin. Ja, wenn ich das mal... Hallo? Ja, in Bezug darauf, dass es zumindest irgendwie ein Reittier oder sowas hätte geben müssen. Dass man eben nicht hier so endlos lange von A nach B laufen muss. Das ist schon doch ein bisschen übertrieben teilweise.
Ach, das ist ein Fasan. Ich denke, was schleicht sich denn da an mich ran? Also ein Truthahn, meine ich. Das war ein Fehler, dass du direkt in meinen Speer reingelaufen bist. Wollte ich nur mal erwähnt haben. So, okay. Was müssen wir denn jetzt hier machen überhaupt? Unaussprechliche Schrecken. Besiege Verlorene. Vernichte alle Verlorene ohne Ausnahme. Ja, das ist dieses Problem. Weil ich ja nicht weiß, was heißt alle. Ich meine, die respawnen doch wieder. Das wird mich wahrscheinlich auch gleich noch verwirren. Guck mal, da ist doch schon wieder so ein Truthahn. Guten Tag. Guten Tag, Herr Truthahn. Möchten Sie meinen Speer reinlaufen? Oh, anscheinend möchte er es nicht. Dann machen wir es halt so. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich tatsächlich getroffen habe, wenn ich geworfen... Oh, scheiße, da hinten ist ein Krokodil. Wollt ihr mich verarschen? Mm. Oje, oje, oje. Es ist aber ab Stufe 10, ja. Oh Gott. Ob wir das machen sollen? Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht mehr so sicher. Aber wir versuchen es trotzdem... Achso, wir können ja hier... theoretisch ein Lagerfeuer hinmachen. Jetzt habe ich natürlich nichts. Moment. Es wäre, glaube ich, besser, so für alle Fälle. Ich habe noch nie gegen ein Krokodil oder sowas gekämpft. So, Frischholz. Ein paar Steinchen wären gut. Hallo, seid ihr keine... Ich brauche Steinchen. Hallo. Man findet normalerweise überall diese Steine. Wieso finde ich sie hier nicht? Doch, da ist einer. Feuerstein, genau, so heißen die. Es wäre schön, wenn ich jetzt noch zwei, drei Feuersteine hätte. Hallo? Oder brauche ich nur einen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich probiere das mal eben aus. So, kann ich damit noch laufen? Ja, dann gehen wir ein bisschen weiter nach vorne. Setzen. Ja, ein Feuerstein reicht. Okay, dann machen wir das so. Wegpunkt aktiviert. Ja. Ausruhen muss ich mich gerade nicht. Ach du Scheiße. Ja, ich gebe zu, ich habe schon so ein bisschen Schiss gerade. Oh, hallo? Weiß ich, warum ich Schiss habe. Boah. Eieieiei. Und die schießen auch noch. Das ist aber nicht gut. Boah. Drachenatem. Okay, den nehmen wir mal eben mit hier. Vorausgesetzt, kommt jetzt kein neuer. Okay. Das ist cool. Da ist auch noch einer drin. Das ist nicht so cool hier. Die sind aber ganz schön heftig. Die sind aber schon mal richtig böse, muss ich sagen. So. Das kann ich doch mitnehmen, okay. Oh, willst du mich denn verarschen? Kommen die jetzt ernsthaft wieder? Ich glaube, da muss ich mal auf die andere Waffe switchen, ne? Hä? Habe ich das jetzt... Hat der mich jetzt gestört, oder wie? Bin ich überhaupt hier im richtigen Dorf? Langschattenenklave. Ich bin gar nicht im... Nein, das ist nicht euer Ernst, oder?
Ich bin gar nicht im richtigen Dorf. Boah, jetzt habe ich gerade gedacht, da war ein Alligator. Irgendwie sah das gerade ein bisschen komisch aus, beziehungsweise hat sich jetzt durch die Flusskrebse wahrscheinlich komisch angehört. Ja, wo muss ich denn dann hin? Da muss ich hin. Über das Wasser? Ja, aber das ist das doch, oder nicht? Ich bin jetzt doch einigermaßen verwirrt hier. ‘62 Meter da hoch. Hier ist ja jetzt gerade keiner, oder? Ja, ich will es anheften. Ja, das ist ätzend, dass man das hier nicht vernünftig... Ich kann es trotzdem nicht lesen. Ja, super. Habe ich mich jetzt gerade erschrocken, weil da hinten plötzlich was runterlief. Besiege Verlorene. Gebiet Langschatten-Enklave. Alle Verlorene ohne Ausnahmen. Ja, aber die kommen doch wieder. Das verstehe ich jetzt irgendwie überhaupt nicht. Links von mir. Jetzt ist es rechts von mir. Greift er mich jetzt an, wenn ich hier hingehe? Hat mir nämlich nicht angezeigt, wie groß der ist. Ich habe jetzt ein bisschen Panik hier gerade. So, Moment. Also es soll irgendwie hier oben sein, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt wirklich maximal verwirrt gerade. So. Eigentlich links von mir. Also da oben drin, oder wie? Hä? Nee, eigentlich links unten. Ich bin jetzt wirklich... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wen ich jetzt hier noch alles vernichten soll. Oh, scheiße. Boah, was war denn das gerade? Hallo. Ich glaube, hier ist wirklich Schild und Schwert besser. Hallo, nimm das. Los. Och, ja, trifft die bloß nicht. Ich verstehe das trotzdem nicht mit diesen alle ohne Ausnahme. Also ich glaube, ich kann jetzt hier wie so eine Bekloppte in der Gegend herumlaufen. Und werde dann trotzdem nichts hinkriegen. Was hat denn jetzt da oben auf mich geschossen? Also alle ohne Ausnahme heißt einfach nur ein paar anscheinend. Ich habe keine Ahnung. Okay, ja, dann nehmen wir das jetzt einfach mal so an. Und laufen jetzt hier erstmal weiter. Dann ist das nächste ziemlich genau hier. Suche in Truhen nach alchemistische Vorräte. Müsste ich quasi den Weg finden und dem dann... folgen. Ich bin auch am Regenerieren, oder? Ja.
Der Weg dürfte hier oben sein. Okay, dem folge ich dann natürlich in etwas größerer Entfernung. Weil wir da doch ehrlich gesagt ein bisschen zu viele von den Gegnern sind. Und ich natürlich keine Lust habe, mich jetzt hier mit allem anzulegen, was hier rumläuft. Ich denke mal, ich gehe dann rechts rum. Ja. So, die Frage ist dann nur... Wonach soll ich suchen? Nach in Truhen nach alchemistische Vorräte. Steinzahnterrasse. Alchemistische Vorräte. Na gut, ich muss aber, glaube ich, trotzdem von hier hinten erstmal da rein. Boah, das war jetzt... Hallo? Ich finde das immer wieder krass, wie viel Schaden man reinbekommt, obwohl man durchgehend am Blocken ist, zusätzlich. Tja, die Frage ist jetzt, wo finde ich jetzt so eine Kiste? Was zu lesen. Ich hoffe, dass hier oben auch eine Kiste ist. Ich will nur eigentlich ein bisschen regenerieren vorher, weil ich habe gesehen, dass da einer drin ist. Na komm schon. So. Vorratsversteck. Das war es aber noch nicht, was wir brauchen. Okay, wo könnte noch was sein? Oh, hier ist noch eins. Alchemistische Vorräte, ja, aber nicht das, was wir brauchen. Oder noch nicht genug davon, ich bin mir nicht sicher. Ich hätte übrigens meinen Respawn-Punkt eigentlich mal zurückmachen, aktualisieren müssen. Okay, da oben steht einer. Ja, eigentlich wird mir links angezeigt, aber ich denke mal nicht, dass das was damit zu tun hat, wo man das findet. Na, hier ist auch nichts drin. Mal weiter nach oben. Ah, ich hasse sowas. Der hat auch nochmal eine Kiste. Ah, sag mir bitte, dass es jetzt hier drin ist. Nein, immer noch nicht. Oh. Das ist nervig. Vor allen Dingen, man weiß ja nicht, wo man suchen soll. Hier ist auch nochmal eine Kiste. Immer noch nicht. Oh. Aber da hinten geht es ja schon wieder raus, wenn ich das richtig sehe. Da oben gibt es keine Kisten, oder? Jetzt ist die schon wieder neu da. Wo kommt der denn jetzt her? Hallo? Hallo?
Boah, was war denn das für einer? Vor allem, wo kam der jetzt her? Wieso bin ich jetzt nicht mehr auf Schild und Schwert? Hä? Da oben ist jetzt noch einer. Hä? Wieso geht der nicht auf Schild und Schwert? Beziehungsweise, wieso bleibt der nicht da drauf? Also was bei diesem Spiel echt richtig scheiße gemacht ist, ist, dass es so schnell wieder spawnt. Man kann ja noch nicht mal auf die Karte gucken. Da kommt im nächsten Moment direkt schon... Hallo, Überraschung. Was macht der denn jetzt? Da kommt im nächsten Moment dann schon wieder der Gegner, den man gerade getötet hat, wieder neu. Das ist irgendwie, naja, tierisch lästig. Hier noch eine Kiste. Immer noch nicht. Das ist doch nicht normal. Das ist mal ohne Scheiß. Mal ein, aber da sehe ich keine Kiste. Da, nee, da ist was zum Lesen. Oh. Bitte schön, gern geschehen. Die Kiste haben wir schon. Hier oben ist eigentlich der einzige Ort, wo wir noch nicht waren, ne? Was ist das denn jetzt für einer? Komm schon, es muss ja doch irgendwo eine Kiste geben. Ist jetzt hinten durchgelaufen. Weiß der, wo es die Kiste gibt? Hier vorne ist auch nochmal eine Kiste. Hallo? Nein? So bleibt der nicht bei Schild und Schwert. Ich verstehe es echt nicht. Immer noch nicht. Ich habe doch jetzt alle Truhen durch, oder nicht? Na, da unten, das könnte auch nochmal eine Truhe sein. Ja, die kann man auch noch wählen. Eieieiei. Also langsam habe ich hier keine Lust mehr, ehrlich. Muss ich die Truhe draußen suchen und nicht in diesem Ding? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist auch alles immer so ein bisschen so... Ja, halt nicht so gut beschrieben. Der Typ ist jetzt hinten durchgelaufen. Dann laufen wir doch jetzt einfach auch hinten durch. Einfaches Gut.
Wieso habe ich denn jetzt schon wieder den Speer in der Hand? Oh, das ist echt nicht wahr. Hier kann doch nichts sein. Also der Typ eben ist hinten durchgelaufen. Aber es kann ja nicht sein, dass hier von außen irgendwas ist. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Hallo? Was war denn das gerade? Ja, also hier draußen kann ja nichts sein. Oh, außer ein Alligator. Beziehungsweise ein Krokodil. Alligatoren sind hier ein bisschen kleiner. Ist das hier Eisen? Das nehmen wir auf jeden Fall mal eben mit. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Also... Das muss irgendwo da oben drin sein, aber ich habe jetzt, soweit ich das sehen konnte, wirklich sämtliche Ecken durchforstet. Und ich konnte nirgendwo auch nur das Geringste sehen, dass es da jetzt noch zusätzlich eine Truhe geben würde. Ich meine, ich bin wirklich niemand, der aufgibt, aber ich verstehe es wirklich nicht. Ob ich jetzt hier irgendwas falsch mache? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Weil es geht ja auch nicht weg. Das Ziel wurde angeheftet. Eine Truhe fehlt aber anscheinend noch. Aha. Okay. Aber ich weiß nicht wo. Ich weiß absolut nicht wo. Gilt es hier schon dazu? Kann das vielleicht sein, dass hier draußen eine ist? Hallo? Hier ist wieder die Enklave. Was mich übrigens daran erinnert, Stein gibt es hier wahrscheinlich wieder nirgendwo in der Nähe. Doch, da ist einer. Was mich da... Ja, das ist schön, dass der eingeschränkt ist. Hallo. Och, Leute, ernsthaft jetzt? Vielleicht muss ich ein bisschen von dem weggehen oder so. Ach komm, hier hinten war noch jetzt keine mehr, oder? Das war ein Truthahn. Och, ist das euer Ernst? Ja, dann könnt ihr mich echt mal. Laufen wir einfach wieder rein. Och, ich kann das noch nicht machen, scheiße. Warum kann ich den Rückenstich nicht machen? Also nochmal in Ruhe. Hier unten bin ich überall gewesen. Unten rechts ist nichts, da kommt man nur hoch. Da bin ich aber auch gewesen. Im Haus war ich, da habe ich alles durchsucht. In dem Haus war, glaube ich, nichts, oder? Doch, da war ich auch drin. Hier, das habe ich auch. Da hinten in einem grünen Häuschen bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ich meine, da war ich auch drin. Ja, da war ich auch drin, genau. Das war das mit dem Bett. Hier ist ja auch nichts mehr zum Durchsuchen, so. Das ist das Haus von vorne. Da war ich definitiv drin. Da muss ich ja irgendwo oben noch nicht drin gewesen sein. Das
gehört aber doch zu dem Wall, oder nicht? Das gehört... Ach, die hat... Nein, oder? Das ist nicht euer Ernst. Oh, okay. Schön. Ich gern gemacht. Ja, dann können wir hier auch endlich raus. Den muss ich dann allerdings nochmal machen. Okay, das ist ein Sieg, kein Er. So. Da ist auch gerade einer im Kämpfen. Soll ich dir helfen? Gern geschehen. Ich muss jetzt erstmal hier raus. Habe ich gerade einen Mami gehört? Okay, da oben muss ich hin. Das heißt, kann ich hier... Ja, eigentlich kann ich hier durch, oder? Die Frage ist, ist hier irgendwo ein... Moment. Den nehmen wir schon mal mit für alle Fälle, weil irgendwie genau da, wo ich sie brauche, sind nämlich keine. Okay, Ausrüstung verfügbar. Ah, Moment, das ist gut. Ah, perfekt. Ich kann hier noch was Neues machen. Erfolgreiche schwere Angriffe verringern bei einem Treffer alle Speerabklingzeiten. Ausweichen nach hinten verbraucht. Na gut, das mache ich ja sowieso nie. Du fegst dem Ziel die Beine weg. Ah, was dem Ziel 75% Waffenschaden zufügt und es zu Fall bringt. Waffenschaden ist aber der Schaden mit gemeint, den ich mache, will ich doch mal hoffen. Und nicht, dass der größeren Waffenschaden bekommt und dann zu Fall gebracht wird. Gib Mut, wodurch der Angriff unaufhaltsam ist. Okay. Ein erfolgreicher Treffer mit... einem schweren Angriff entfernt eine Schwächung von dir. Wenn du einen Angriff blockierst, erhältst du Ermächtigung, wodurch dein Schaden 5 Sekunden lang um 3% erhöht wird. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Du bewegst dich beim Blocken 33% schneller. Die Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer steigt. Ja, wahrscheinlich ist das besser, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme das jetzt mal. So, schräg geradeaus rechts muss ich mich halten. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier nichts Großartiges an Gegnern haben. Es wird heute wieder eine etwas längere Folge, habe ich so das Gefühl. Beziehungsweise, was müssen wir denn da machen? Den heimischen Grauwolf und bring deine Beute her. Okay. Dreimal Grauwolf jagen und dreimal häuten. Ja gut, das ist ja jetzt nicht so, hoffe ich zumindest, nicht so schwer. Ist da nicht gerade irgendwas gelaufen? Habe ich hier schon Paranoia? Ich weiß es nicht. Okay. 126 entfernt, weil ich würde schon gerne ein Lager da aufbauen. Wenn ich das hier denn mal darf, nicht so wie eben. Ja, ist eigentlich gut. Zack, einmal einsetzen. Ja, und dann gib ihm, ne? Oder wie war das? Ich habe jetzt Unmengen wirklich verbraucht. Als ich versucht habe... Was heißt versucht? Als ich mich geheilt habe.
war jetzt aber kein Eisenerz, oder? Ja, warum haust du auch vor das Ding? Nee, das war kein Eisenerz. Okay. Das wollte ich nur wissen. Gibt es denn hier Grauwölfe? Hallo? Sind wir hier an der richtigen Stelle? Ja, eigentlich ja. Was bist du denn da hinten? Bist du an... Nee, du bist ein Felsen. Okay. Du bist gar kein Tier. Da ist ein Wolf. Ah, ich habe einen gefunden. So, perfekt. Einen haben wir schon mal. War hier gerade einer jagen oder respawnen die hier so langsam? Das kann natürlich auch sein. So, einen haben wir. Das ist ein Teufelstruthahn gewesen. Wie groß ist denn das Gebiet, wo die eigentlich auftauchen können? Weil sonst würde ich da in der Ecke bleiben. Das ist ein Truthahn. Oh, da ist schon wieder ein Krokodil. Das ist nicht gut. Da hinten ist noch ein Wolf. Ich hoffe, das ist auch einer von denen, die ich brauche, beziehungsweise das gilt noch hier in dem Gebiet. Einen kleinen Moment. Ja, ich musste mal kurz einen kleinen Cut machen, beziehungsweise ich musste mal kurz pausieren sozusagen. Oh, da ist noch einer. Weil ich gerade einen Anruf bekommen hatte und gerade eigentlich gedacht hätte, dass jemand von der Schule dran gewesen wäre. Na komm, böser Wolf. Ganz böser Wolf. Ja, war aber jetzt keiner von der Schule, sondern es war nur jemand, der sich verwählt hatte. Passiert schon mal. Nichtsdestotrotz, wir haben es jetzt endlich geschafft. Sehr schön. Da läuft sogar schon wieder ein Truthahn in der Gegend rum. Na? Okay, den kriegen wir noch. Noch besser. Ja, dann würde ich sagen, das haben wir geschafft, ne? Genau, dass wir dann wieder zurück müssen. Wobei ich das hier mal rausnehme, das verwirrt mich nämlich nur. Eigentlich muss ich immer nur der Straße in die Richtung folgen. Ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt direkt mich auf den Weg wieder zum Schloss, wollte ich gerade sagen, zum Dörfchen sozusagen mache und dass ich euch dann gleich wieder dazu hole, wenn ich dort angekommen bin. Bis gleich. So, wir sind wieder im Dörfchen, was gar nicht so einfach war, muss ich dazu sagen, weil ich mega überlastet bin und dann auch nochmal so ein Riesenader, also die wir beim Hinlaufen schon hatten, von Eisenerz unterwegs gefunden hatte. Deswegen gehe ich jetzt auch gerade eben, obwohl, naja, gut, der liegt bei mir auf dem Weg. Eigentlich könnte ich das machen. Wobei, nee, ich glaube, doch, Leder müsste ich auch noch ein bisschen. Aber ich weiß jetzt nicht, nachher wird das Leder dann nicht mehr angesehen. Ich gebe das hier erstmal ab, würde ich sagen. So. Sei mir gegrüßt. Wir sind beide auf der Suche nach Wissen. Ja, ich wollte... Achso, ich wollte es abgeben, wollte gerade sagen. Einmal, zweimal, dreimal. 710 von diesen lila Marken haben wir jetzt bekommen. Sehr schön. Und was haben wir denn? Muss für das Syndikat beseitigt werden? Ja, was denn? Was muss beseitigt werden? Achso, Meister Henry. Das war doch jetzt da, wo ich eben war, oder? Ja gut, ich starte es trotzdem mal. Ich kann das ja nebenbei mal machen. Das Syndikat hat erfahren, flussabgetragene Grotte und birg alle Steine der Weisen. Oh, das hört sich irgendwie nicht so gut an, aber das nehme ich trotzdem mal an. Jage in Rabenklippe heimische staubiger Witter. Okay, das klingt nicht so lustig, aber wir können es trotzdem mal probieren. Ich nehme die auf jeden Fall alle mal an.
Und was wir noch nicht gefragt haben, nee, Außenposten will ich natürlich nicht beitreten. Nutze sie oder lass es bleiben. Mir ist es einerlei. Einige Syndikatsmitglieder wollen so ihre Zugehörigkeit zeigen. Es sind aber nur Äußerlichkeiten. Okay, ja, dafür wechsle ich meine Klamotten einfach noch zu viel, muss ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, dass wir das dann erstmal geschafft haben. Und damit das nicht noch extremere Überlänge hier nimmt, würde ich auch sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich schaue mal eben, das sind die Sachen, die jetzt neu gekommen sind. Ich weiß leider immer noch nicht, wo ich dieses gereifte Holz herbekomme. Also da, ich habe auch schon mal im Internet nachgeschaut, aber irgendwie... ja, finde ich da nicht so wirklich eine Antwort drauf. Ich meine, ich habe es mal gesehen, da wo ich verwerten kann, dass ich dafür irgendwas in einem höheren Level haben muss. Aber theoretisch müsste ich dieses Level jetzt haben mit Stufe 50. Und ja, ich weiß aber trotzdem nicht, wo die Bäume jetzt sind. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ich bis zur nächsten Folge eventuell mehr weiß. Was ich sehr, sehr schade am Spiel finde, dass noch eben zum Abschluss, egal was ich jetzt hier auf der Karte angezeigt bekomme, ich sehe keine neue Quest mehr. Das macht mich ehrlich gesagt wahnsinnig, weil ein MMO lebt ja nun mal davon, dass es Quests gibt. Und, Ach so, das ist der Angelmeister. Nee, Moment, den habe ich doch hier gehabt. Hä? Fange eine Schnecke im Süßwasser, eine Muschel im Salzwasser. Ach so, da muss ich da unten hin. Ach du Schande, da muss ich in das Gebiet nachher reisen. Okay. Na gut, das ist ziemlich weit weg, muss ich sagen. Aber naja. Ihr seht ja hier überall, also die Quests, das sind halt diese, ja, ich sag mal, Schwerter-Symbole, die so nach unten gerichtet sind. Oh, da ist aber mega viel los da oben. Und ihr seht ja, ich habe hier kein einziges dieser Symbole, wo ich jetzt irgendwie noch hin könnte und was ich machen könnte. Was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Ich habe aber einen Gebietsruf mehr, habe ich gerade gesehen. Sammeln ist natürlich immer eine gute Sache. Ruf zu gewinnen ist auch gut, aber verringert Herstellungsgebühr. Also, dass das beim Herstellen günstiger wird, das ist natürlich auch nicht schlecht. Na gut, das Sammeln geht eigentlich, ne? Ich mache mal die Stationsgebühr. Das hört sich in der Tat nicht schlecht an. Und ich sehe gerade, auf dem Charakter habe ich auch nochmal 3 Punkte dazu. Perfekt, dann können wir das hier so ein bisschen ausgleichen. Ich weiß nur nicht, warum das so unausgeglichen ist. Aber okay. Gibt es da eigentlich... Nee, Rapier, das ist alles nur... Ja, die kann ich auf jeden Fall vernachlässigen. Nur meine Gesundheit, da sollte ich natürlich mit der Zeit auch immer ein bisschen was reintun. Aber das mache ich ja auch. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, wie ihr auf der Karte seht, ich habe jetzt keine neue Quest. Das finde ich persönlich sehr, sehr schade, weil es ist nun mal, ja, das Herz eines MMOs, Quests zu haben. Und das ist hier extrem, extrem dürftig. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen zu Anfang war. Ich denke mal, da gab es auch noch nicht so viele Quests, aber naja, ich finde es halt doch schon sehr, sehr schade. Ohne bestimmte Orte, Kochkunst, Grizzly. Achso, das sind hier diese. Okay. Ja, also wir haben noch die Haupthandlung, was ich noch nicht so ganz verstehe. Moment, sprich mit deinen Fraktionsvertretern, um dir die verfügbaren Fraktionsmissionen anzuschauen und mindestens eine zu akzeptieren. Das können... Wieso ist das nicht angeheftet? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht, warum das nicht angeheftet ist. Das könnte ich auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal versuchen. Beziehungsweise, ich glaube, er steht jetzt hier unten. Ja, er steht hier unten. Aber ich würde trotzdem sagen, damit das Ganze nicht zu lange dauert, werde ich das in der nächsten Folge machen. Und ja, ich klaue mir jetzt nebenbei nochmal hier von den Sachen was. Honig sehe ich gerade auch, ist nochmal neu aufgeladen. Und ich bin schon wieder
schon wieder voll. Es ist irgendwie mittlerweile etwas, was ich gewohnt bin. Und was ich selber gerade festgestellt habe, ich kann leider nicht... Hier, ich kann leider keine Schnellreise und keinen Rückruf benutzen, wenn ich überfüllt bin. Was natürlich mega schwachsinnig ist, weil genau dann ist ja eigentlich der einzige Moment, wo man das benutzen möchte. Ja, gut, man kann nicht alles haben und man kann auch nicht erwarten, dass Entwickler eines Spiels an alles denken, beziehungsweise alles halt eben kundenfreundlich, also spielerfreundlich machen. Okay, ich werde die Folge für heute dann wirklich mal beenden. Und in der nächsten Folge werden wir dann mal schauen, was hier noch mit der Hauptquest ist. Ich drücke mich noch ein bisschen davor, weil es sich nun mal wahrscheinlich um PvP-Krams handelt. Mal sehen. Vielleicht müssen wir wirklich eine Sache im PvP mal durchgemacht haben, damit wir überhaupt in der Hauptstory weiterkommen. Ich weiß es nicht. Werden wir dann auf jeden Fall sehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!